Was geht, Pokéfans? Mein Name ist Maxi und willkommen zu einem weiteren Deck-Profile. Heute schauen wir uns das Nightmarch-Deck an, aber heute mit Empoleon. Empoleon hat sich in den letzten Wochen einfach als sehr, sehr coole Tech-Karte erwiesen, wird auch in den Flareon-Decks gespielt, also warum nicht auch hier. Wir schauen uns direkt das Profile an, also die Nightmarch-Pokémon sind ja bekannt. Wir haben Lampent, wir haben Joltik und wir haben viermal Pumpkaboo. Die brauchen wir natürlich alle jeweils viermal. Wir wollen sie auch recht schnell in den Discard-Pile kriegen, denn dann macht unser Main-Attacker umso mehr Schaden, denn es heißt, für jedes Nightmarch-Pokémon im Ablagestapel machen wir hier 20 Schaden mehr. Der Main-Attacker ist und bleibt auch hier Mew EX. Wir spielen ihn hier nur zweimal, das reicht auch vollkommen. Wir haben hier die Ability Versatile, sagt, wir können uns die Attacke irgendeines Pokémons auf dem Feld aussuchen und diese einfach kopieren. Heißt, unser Nightmarch-Pokémon, je nach Wahl, hockt auf der Bank und Mew kopiert die Attacke im aktiven Spot und greift dann damit an. Damit recht simpel. Dann hier spielen wir eben zweimal Empoleon. Sehr, sehr coole Karte. Hat die Fähigkeit Unterwasserzieher. Einmal während deines Zuges vor deinem Angriff kannst du eine Karte von deiner Hand auf den Ablagestapel legen und wenn du das machst, darfst du zwei Karten ziehen. Und das ist cool, denn wir brauchen öfter einfach mal mehr Karten auf der Hand, um vielleicht noch den entscheidenden Battle Compressor zu spielen, um den Versus Seeker zu holen, vielleicht mit einem Lysander noch das letzte Pokémon, das wir besiegen wollen, in den aktiven Spot jagen. Also mit dem Empoleon ist man einfach sehr, sehr vielseitig und die Attacke ist auch nicht schlecht. Macht 10 Schaden für jedes Pokémon im Spiel, heißt auch für die Pokémon, die der Gegner im Spiel hat. Heißt, effektiv könnte er entweder 20 Schaden machen, weil wenn er gegen jemanden kämpft, sind es 2 im Spiel. Er kann aber auch 120 Schaden machen für eine Energie. Also Empoleon, nicht nur ein cooler Draw-Supporter, sondern auch ein sehr, sehr starker Angreifer. Dann spielen wir als Schutzkarte hier für unsere kleinen Bank-Pokémon Pantimos, denn die Nightmarch-Pokémon haben nicht so viel KP. Zumindest Joltik mit 30 ist so ein richtiges gutes Ziel für Bankschaden wie Landorus. Und hier wollen wir einfach mit Pantimos den Schaden vermeiden, dass uns die Pokémon erhalten bleiben. Klare Sache. Und wir spielen einmal Jirachi EX, einfach für die Situationen, wo wir einen Supporter brauchen und nicht wirklich auf der Hand haben. Dann können wir mit Jirachi den einfach aus dem Deck holen und vielleicht das Spiel noch etwas angenehmer für uns gestalten. Okay. Stadium Cards in dem Zuge brauchen wir natürlich auch. Wir wollen dem Gegner seine nicht überlassen, denn Stadium Cards sind einfach sehr, sehr mächtig. Und wir spielen in diesem Deck viermal Dimension Valley. Ist auch eine coole Attacke, eine coole Fähigkeit hier. Alle unsere Psycho-Pokémon brauchen für ihre Attacken eine farblose Energie weniger. Das heißt, wenn wir einen Pumpkaboo auf der Bank sitzen haben, braucht es diese Nightmarch-Attacke 3 Energie, mit Dimension Valley nur 2. Oder eben bei unserem Joltik braucht es eine Doppelfarblos. Hier theoretisch bleibt es gleich, denn es bezieht sich nur auf die Psycho. Okay, dann haben wir hier die Supporter-Line. Recht übersichtlich, sage ich mal, und auch eigentlich immer Standard. Wir spielen viermal Professor Juniper, wir spielen zweimal N, wir spielen zweimal Lysander, spielen zweimal Archie's Ace in the Hole. So wollen wir nämlich unser Empoleon aufs Feld bekommen, zusätzlich noch Karten ziehen. Und das ist okay. Also es reicht vollkommen, eine 2-2-Line hiervon. Wir spielen einmal die Teammates, einmal Xerosic. Ich finde ihn einfach cool. Vor allem, wenn wir mal bedenken, wir könnten auch bei unserem Mew ganz schnell Ziel von einem Headringer werden. Wir könnten auch ein Jamming-Net angehängt bekommen. Und dann machen wir wirklich weniger Schaden. Also ich sag mal, der Headringer ist nicht so schlimm. Wir können mit Energiekarten trotzdem unsere Attacken starten, das ist kein Problem. Aber wenn wir effektiv durch so ein Jamming-Net weniger Schaden machen, kann es manchmal sehr, sehr knapp werden. Und wir spielen einmal hier Lysander's Trump Card. Muss man nicht immer spielen. Ich sag mal, man mischt sich ja selbst die ganzen Nightmarch-Pokémon wieder ins Deck. Aber es gibt oft mal Situationen, auch wenn man zum Beispiel gegen ein Flareon-Deck spielt, da möchte man dem Gegner das Spiel etwas kaputt machen und seine kompletten Karten wieder ins Deck mischen. Dann macht er nämlich auch weniger Schaden. Im Mirror-Match ist es auch nicht schlecht, wenn man gerade eher schlecht dasteht und der Gegner schon viele, viele Karten im Discard-Pile hat, dann kann man ihm das Ganze wieder zurücksetzen und er fängt wieder von Null an. Okay, Item-Karten gehen wir da noch schnell durch. Einmal die Computersuche, einfach sehr, sehr mächtig, spiele ich eigentlich in allen meinen Decks, wenn es geht. Wir spielen viermal den Battle Compressor, einfach
die Nightmarch-Pokémon rauskriegen. Als allererstes natürlich Lampent, mit dem können wir sonst gar nichts machen. Wir spielen viermal den Ultraball, selbe Geschichte, einfach Handkarten wegschmeißen und ein anderes Pokémon suchen. Wir spielen dreimal den Versus Seeker, hatte überlegt hier auch vier zu spielen, aber momentan reichen mir die drei. Dann dreimal Acrobike, zusätzlich Karten ziehen, hier könnte man theoretisch wieder an einen Nightmarch-Pokémon kommen, das schmeißt man direkt wieder weg und so hat man wieder die Synergie dieser Karten gut genutzt. Wir spielen einmal Escape Rope für den Fall, dass es doch mal eng wird, genauso wie einmal Tausch. Das könnte so einen Lysander-Effekt manchmal haben, wenn der Gegner nur zwei Pokémon hat. Ansonsten haben wir hier die Möglichkeit, unsere verletzten Pokémon, wenn sie in den aktiven Spot gejagt werden durch einen gegnerischen Lysander, können wir sie mit Glück auch wieder zurückholen. Und wir spielen einmal die Town Map. Hat sich einfach hier auch gut bewährt, sage ich in der Erfahrung bei diesen Decks, denn man muss gelegentlich einfach bei den Preiskarten, wenn man welche ziehen darf, auch wirklich die entscheidenden Karten haben. Wenn man jetzt in den Preiskarten so viele Nightmarch-Pokémon hat, dann möchte man die als allererstes ziehen, um sie direkt wieder wegzuschmeißen. Oder wenn eine entscheidende Stadium-Card drin ist, wenn unser Mew, es kann ja sein, dass eines unserer Mew mit im Ablage in den Preiskarten liegt und wir wollen ihn schnell haben. Deswegen wollen wir da auch die Möglichkeit haben zu sehen, was ist alles drin, wo vor allem liegen die Karten in den Preisen und dann nehmen wir uns auch genau das, was wir in der jeweiligen Situation brauchen. Abschließend Energiekarten, viermal doppelfarblos, damit wollen wir eigentlich hauptsächlich agieren. Ist zwar ein bisschen blöd mit den Enhanced-Hammern, die natürlich gespielt werden, aber wir haben auch hier die Möglichkeit mit Basis-Energiekarten zu spielen. Die sind eigentlich jetzt gedacht für das Empoleon, er braucht theoretisch nur eine, um anzugreifen. Wir könnten auch hier mit Wasser-Energiekarten unser Mew versorgen. Muss nicht immer der Fall sein, aber wir könnten es damit auf jeden Fall probieren. Okay, das war dann das Deck-Profile zu Nightmarch mit Empoleon. Also es ist eigentlich ein bekanntes Nightmarch-Deck mit einfach diesen zusätzlichen 4-5 Karten. Archie's Ace in the Hole und Empoleon. Die Energiekarten sind jetzt natürlich anders. Aber grundsätzlich selbe Spielprinzip. Schnell die Pokémon in den Discard-Pile kriegen und dann einfach draufhauen, draufhauen, draufhauen. Okay, das war's dann eben vom Profile. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt vielleicht auch euer Deck jetzt ein bisschen verbessern können oder vielleicht habt ihr Vorschläge für mein Deck. Und ich würde mich freuen, schreibt es einfach in die Kommentare, was ihr von dem Deck haltet, was ihr spielt oder wie ihr es abändern würdet, was eure Liste ist. Es interessiert mich einfach, was ihr zockt und was so eure Strategien immer dahinter sind. Dann, nachdem ich jetzt längere Zeit weg war, als kleine Entschuldigung gibt es hier die 1 und gibt es hier die 2. Einfach dafür, dass ich die lange Zeit keine Videos posten konnte. Ich war mal wieder ein bisschen unterwegs, hatte ein bisschen mehr zu tun als sonst und habe keine Ruhe gehabt, um mal so ein cooles Video für euch zu machen. Und jetzt sollte es aber langsam wieder losgehen mit weiteren Deck-Profiles. Und ich hatte auch überlegt, vielleicht mache ich mal so ein Oldschool-Deck-Profile. Wir haben uns ja schon vor mehreren Wochen mal das Basisset angeschaut. Da war ja noch die Frage, ob ihr weitere Sets sehen wollt, wie das Jungle-Set, das Fossil-Set, das Team Rocket-Set. Wenn ihr Bock drauf habt, dann schreibt es in die Kommentare, dann mache ich vielleicht dazu nochmal ein Video und in dem Zuge dann auch ein Deck-Profile, so wie man früher gespielt hat im Jahr 1999 bzw. 2000. Also, schreibt einfach was Nettes in die Kommentare, Feedback, Drohungen, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Und für die Leute, die es vielleicht noch nicht gemacht haben, hier unten links wird jetzt ein kleiner Button erscheinen. Da könnt ihr draufdrücken und somit meinen Kanal abonnieren. Dann verpasst ihr keine Videos, keine Folgen. Ihr seid immer dabei. Und ich freue mich wie immer schon aufs nächste Video und wünsche euch bis dahin alles Gute und viel Spaß beim Spielen. Macht's gut. Ciao.